dass ich hier irgendwas drücken muss? Nee, ist nicht wahr. Oder wer soll denn da drauf kommen, dass man damit A, eine Laterne rausholen kann? So, hallo meine lieben Freunde und willkommen zum bereits dritten Part von R.E.R., ne? Ich weiß, wie das richtig ausgesprochen wird, aber ich habe jemanden, der regt sich mega auf, wenn ich das so sage. Und ja, damit kann ich dann halt ein klein wenig piesacken, ne? Sieh nix. Weißt, wen ich meine. Okay, gut. Ich habe mal ein bisschen im Internet rumgeguckt, wo wir jetzt als nächstes hin müssen. Und ja, ich begebe mich jetzt langsam mal auf dem Weg zum nächsten Schrein. Unterwegs würde ich fast sagen, dass wir trotzdem noch die Gegend ein wenig erkunden, weil hier sind halt echt schöne Sachen zum Teil zu sehen. Guck mal, das ist ein Löwe. Oh, was haben wir denn hier? Mein Bruder blieb, den Leuchtturm zu bewachen, und ich folgte ihm freiwillig. Ich beschützte das Land und seine Tiere, obwohl ich nicht verstehe, warum die Priesterin uns diese Pflicht auftrug. Schlafen die Götter wirklich in diesen Landen? Und wir sollten sie beschützen? Aber weshalb schlafen sie? Können Götter schlafen? Ich halte das alles für ein Märchen. Die Götter sind schon lange fort. Nun gehört das Land den Geistern und Tieren. Jedoch bleiben Namen länger im Gedächtnis als die Erinnerung an ein Gesicht. Genau, das ist so. Guck mal, der hat den Kopf verloren. Okay, fliegen wir mal weiter. Oh, was ist denn da? Zwielichtsee. Oh, Schmetterlinge. Guck mal, wie schön das ist. Richtig schön hier. Von... Ja. Und sagst Zwielichtsee, aber hier ist gar kein See. Fliegen wir mal weiter. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Windsangfälle. Boah, fast zu weit geflogen. Guck mal, wie schön da ein paar Vögel am Zwitschern. Hab mich langsam auch wirklich an die Flugengine hier gewöhnt. Was haben wir hier? Nicht viel. Ein Baum. Da hinten will ich hin. Nee, da unten. Nee, da war ich schon. Da waren ja die Vögel. Das scheint wie so ein kleiner Schrein zu sein. Oh, hoffentlich schafft er den Sprung. Sehr schön. Schauen wir doch mal, was es hier zu sehen gibt. Nicht wirklich viel. Okay. Da hinten ist noch einer. Gehen wir doch mal dahin. Noch ein Delfin. Das ist der Mond. Und da vorne ist die Sonne. Ich kann mich aber leider nicht mehr so genau an das Rätsel vom letzten Mal erinnern. Okay. Hier haben wir Wasserfälle. Sieht auch schön aus. Dum, 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 dum. Ich weiß, Königspass entdeckt. Was haben wir denn hier? Nicht alle Götter sind ewig. Huldig dem Zimtfinger der Tänzerin der südlichen Wipfel. Niemand mehr wird sie in ihren Schatten spielen. Sie fielen in die Dunkelheit und wird nie mehr in uns lachen. Oder irgendwie sowas ähnlich. Von Stern zu Stern hüpfen sie, folgen den Göttern in die Ewigkeit. Huldig den Tanz, sein Ende und Anfang. Singt auch von der Stimme der... Was? Singt auch von der Stimme der Graslanden. Dem Sonnengetose, dem Wind locker.
Niemand mehr wird er durch den Schliff. Oh Gott. Niemand mehr wird er. Niemals mehr wird er durch den Schilf der Seen hasten, die Schwäne necken oder die Wipfelpferde jagen. Oh mein Gott, was für Texte. Nur Pirscher im Dunkeln zwischen Traum und Erwachen besingt seine unvergessliche Stimme, bis die Sterne zu Morgenröte verblassen. Genau. Was auch immer das heißt, es hört sich schön an, aber ist sehr schwer zu lesen. Hinten schneit. Okay. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit. Kann das sein? Zeig mal Karte. Ich glaube fast, wir sind ein bisschen zu weit geflogen. Fliegen wir mal wieder zurück. Ich will hier hin. Da ist ja sowieso anscheinend unser erstes Ziel. Windsangfälle? Irgendwas mit Dämmerung hieß das doch. See der Dämmerung oder sowas. Genau. Wow. Super Speed. Okay. Waren wir hier schon? Ah ja, hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Ups. So. Da ist halt immer noch die Frage. Was und wo muss ich hin? Zwielichtsee. Es macht Spaß, sich so zurückzuverwandeln und wieder in den Vogel danach. Wollen wir den Text nochmal lesen? So. Hier gibt es aber nichts zu lesen, ne? Außer das. Die Hoffnung unseres Volkes wurde durch ihre Worte und die Zuflucht, die sie uns gewährt, aufs Neue geweckt. Tiergeister halfen ihr, den Eingang hinter durch Sonne und Mond markierten fallenden Wellen im nahen Nordosten zu verbergen. Tja, das sagt mir halt wirklich nicht viel. Ich weiß ja nicht mal, ob das wirklich Rätsel hier sind oder ob das nur schöne Texte sind. Ich will da hoch. So. Oh, zack. Nein! Nein! Ich will da rauf. So. Fliegen, fliegen, fliegen. Genau. Jetzt ein Zeltlager. Ohne Schriftrolle. Ich bin Johal von den südlichen Inseln. Dies ist die dritte und letzte Aufzeichnung meiner Reise ins Land der Götter. Kurz vor meiner Rückkehr begegnete ich dem Fuchs. Er saß mitten auf der Straße und schien über irgendwas still in sich hineinzulachen. Verärgert sprach ich zu ihm: Mein Volk stirbt, warum geschieht all dies? Sein Lächeln wirkte traurig. Die innere rief nach der äußeren Dunkelheit: Heile dein Volk, um auch dich selbst zu heilen. Dieser Weg ist nicht dir bestimmt, Johal. Ich war sprachlos und schaute ihm nach, als er ging. Später wurde mir klar, dass er recht hatte. Dies war nicht allein meine Aufgabe, sondern die meines gesamten Volkes. Als ich den Zwielichtsee passierte, traf ich zum ersten Mal auf Kara. Sie sagte mir, das Heiligtum der Dämmerung und bat mich, alle dort zu versammeln. Dies ist unsere lange ersehnte Zuflucht. Ich werde nach Hause zurückkehren und mein Volk hierhin führen. Ich werde mein einziges Kind Reya Hoffnung bringen.
Okay. Ja, aber der sagt ja auch, dass ich zu diesem Zwielicht sehen muss. Und das ist ja der hier oben eigentlich. Ne? Die Hoffnung unseres Volkes wurde durch ihre Worte und die Zuflucht, die sie uns gewährte, aufs Neue geweckt. Tiergeister halfen ihr, den Eingang hinter durch Sonne und Mond markierten fallenden Wellen im nahen Nordosten zu verbergen. Fallende Wellen. Das könnte natürlich wirklich gut jetzt hier, das Ding da hinten sein. Vielleicht ist es ja wirklich dort. Zwielichtsee. Fallende Welle. Vielleicht ist damit ja wirklich, das gemeint. Dieser Wasserfall. Guck mal hier. Oh, Sonne und Mond. Hier ist nichts. Aber da oben vielleicht. Nee. Im Nordosten. Vielleicht hier? Dahinter ist auch nichts. Dann da oben. Nee, da oben ist aber nichts. Da unten ist auch nichts. Schauen wir mal, ob wir hier oben was finden. Hier scheint aber auch nichts zu sein. Ich bin die ganze Zeit überlegen, ob hinter dieser Welle da, aber da ist, da geht's gar nicht rein. Das kann gar nicht dort sein. Ist hier vielleicht irgendwas? Nee, hier ist auch nichts. Diese Teile leuchten irgendwie von Weitem. Aber das bringt mir nichts, oder? Hier ist Sonne und Mond. Da ist Mond und da hinten war Sonne. Komisch. Da hinten ist noch so ein Teil. Das ist Sonne. Hui. Aber auch nichts. Also langsam bin ich echt sprachlos, wo ich als nächstes hin muss. Oder ratlos, sagen wir es mal so, nicht sprachlos. Es hieß im Nordosten irgendwas von Sonne und Mond. Das hieß es. Vielleicht muss ich da lang irgendwie? Ich weiß es nicht. Nee, kann ja gar nicht sein. Ah, guck mal. Warte mal. Ist da ein Pfeil oder sieht das nur so aus?
Das ist echt ein Pfeil. Aber hier ist nichts. Hier ist echt nichts. Hä? Aber für mich ist das eine Markierung. Muss ich in den Wasserfall vielleicht reinfliegen, in der Mitte oder so? Nee. Da ist ja was. Da ist doch ein Eingang. Für mich ist da ganz klar ein Eingang. Ich verstehe es nicht, Leute. Ich verstehe es echt nicht. Muss ich hier hoch? Oh, da kommt man... Nee, da kommt man nicht runter. Was steht hier? Ich bin Ray, Juhals Tochter. Ich suchte nach seinen Worten, um zu verstehen, was ihm auf seiner Reise geschah. Meine Bürde meines Vaters war groß. Die Bürde meines Vaters war groß. Obwohl wir eine neue Heimat fanden, war er nie wieder derselbe. Es gibt Hoffnung. Und im Frühling wurden mehr Kinder geboren als nie zuvor. Wir wurden uns... Aha, das habe ich schon mal gelesen, glaube ich. Ah ja, das ist das mit dieser Seuche, genau. Dahinter ist was. Hinter den anderen Wasserfällen ist das ja auch nicht. Aber ich komme da nicht hin. Jo, Mai, was muss ich denn da machen? Leute, ich glaube, ich muss echt nochmal im Internet gucken und nochmal ein bisschen rumschauen. Ich finde das echt nicht raus. Dass ich hier irgendwas drücken muss? Nee, ist nicht wahr. Oder wer soll denn da drauf kommen, dass man damit A, eine Laterne rausholen kann? Oh, okay. Okay. Okay, wir haben es rausgefunden. Sehr schön. Damit ist die Sonne aktiviert. Und jetzt müssen wir noch zum Mond. Sehe ich das richtig? Und der ist da unten. Gut, den aktivieren wir jetzt noch. Ah, wenigstens haben wir es jetzt echt herausgefunden. So, nochmal. A. Na, mit... Wie habe ich denn... Wie habe ich denn die Laterne überhaupt rausgenommen? Ich weiß es nicht. Hallo? A mit R. Und benutzen. Das wusste ich nicht mehr. Ich glaube, ganz am Anfang haben sie uns das ja gesagt, dass man dann eine Laterne benutzen kann, aber... Das wusste ich jetzt halt wirklich nicht. Aber da war ein Eingang, was habe ich gesagt? Okay, sehr schön. Gut. Bevor wir aber da reingehen, muss ich leider an der Stelle das Let's Play beenden, muss ich sagen. Ich finde es jetzt cool, dass wir weitergekommen sind. Jetzt weiß ich auch ein bisschen, wie es funktioniert. Und ich hoffe, euch hat der Part gefallen, auch wenn wir jetzt ein bisschen durch die Gegend rumgeflogen sind. Man hat ja wenigstens ein paar schöne Orte gesehen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, gebt mir noch einen Daumen nach oben. Und lasst ein Like da oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und haltet die Ohren steif.